Erleben Sie die Faszination eines uralten Handwerks am 8. und 9. August beim 11. Töpfermarkt in Hoske. Schautöpfern mit dem singenden Töpfer aus Trebus und zahlreichen Töpfermeistern aus ganz Deutschland. Hausschlachtenes und andere Lausitzer Leckereien zu Mittag und zur Kaffeezeit. Ein Fest für die ganze Familie am 8. und 9. August beim 11. Töpfermarkt in Hoske bei Wittichenau. Freundlich unterstützt von Elsterwelle. Die Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Wie bitte? Für 100 Euro mache ich sofort. Geht ruckzuck. Schon überwiesen. Geht ruckzuck. Geht ruckzuck und ohne Zusatzgeräte. Mobil überweisen mit Push-Tan. Seit wann hat der überhaupt ein Smartphone? Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zu Ihrer Drehscheibe am Montag, dem 27. Juli. So lauten die aktuellen Kurzmeldungen zur prekären Asylsituation in Sachsen. Übergriffe auf Asylbewerberheime in und um Dresden, Ausschreitungen vor dem neuen Flüchtlingscamp in der sächsischen Landeshauptstadt und Sprengstoffanschlag auf das Fahrzeug eines linken Stadtrats in Freital. Die Asylproblematik in Sachsen spitzt sich weiter zu. Jonathan Wosch fasst die Symptome zusammen. Die neue Zeltstadt für Flüchtlinge in der Dresdner Friedrichstadt befeuert eine ohnehin hitzige Debatte um steigende Asylbewerberzahlen in Sachsen. Auf das Fahrzeug eines Stadtrats der Partei Die Linke hat es Montag früh in Freital einen Sprengstoffanschlag gegeben. Wir haben das Auto im Moment sichergestellt, Experten untersuchen es, um so Rückschlüsse zu bekommen, wie jetzt konkret oder was jetzt konkret dort in das Auto vielleicht geworfen wurde. In der Tat denkt man natürlich, dass es auf der Hand liegt, dass diese Person dort nicht zufällig ausgewählt ist. Es gibt allerdings natürlich kein Bekennerschreiben, es ist keine Spur, was ganz offensichtlich ist. Also eigentlich müssen wir natürlich neutral an die Sache gehen, was wir auch tun, sodass ich jetzt leider den etwas abgedroschenen Satz sagen muss, wir ermitteln in alle Richtungen. Vor dem Anstieg rechter Gewalt in Sachsen warnt jetzt die Linke und fordert konsequentes Handeln der Staatsregierung. Wir sind der Überzeugung, dass die sächsische Staatsregierung in aller Deutlichkeit und Vehemenz erstens für ein weltoffenes Sachsen eintreten muss, auch diesen latenten Alltagsrassismus, der auch in der CDU vorhanden ist, dem muss entschieden entgegengetreten werden. Wir haben ja da immer wieder in den vergangenen Monaten erhebliche Misstöne erkennen müssen. Das muss aufhören. Und natürlich müssen die Taten konsequent und lückenlos aufgeklärt werden. Seit Freitag hat die Absicherung der Notunterkunft für mehr als 1000 Flüchtlinge in Dresden-Friedrichstadt die Polizei viel beschäftigt. Schon am Freitagmittag oder Vormittag war für uns klar, dass mit dieser Situation wir als Polizei erneut gefordert sind. Wir sind also seitdem rund um die Uhr im Areal der Zeltstadt präsent. Das halten wir jetzt erstmal durch die nächsten Tage. Natürlich immer mit der Option zu schauen, wie ist die Entwicklung. Vielleicht muss man dort nochmal korrigieren. Das könnte heißen, dass mehr Kollegen kommen, könnte aber auch heißen, dass ein bisschen zurückgefahren wird. Im Moment ist der Stand noch so wie zum Freitag, dass wir rund um die Uhr dort präsent sind. Doch solidarisieren sich auch immer mehr Menschen mit den Asylbewerbern. Eine echte Spendenflut müssen jetzt das Deutsche Rote Kreuz und Dresden für alle bewältigen. Also über 500 Menschen haben hier Sachen, Kleidung, Spielzeug hierher gebracht, was wir hier sortieren und dann vor Ort an die Geflüchteten geben. Was wird am dringendsten benötigt zurzeit? Am dringendsten werden Schuhe benötigt und Übersetzer. Und ansonsten wechselt sich der Bedarf immer relativ schnell, also so in 2-3-Stunden-Takt. Und deswegen ist es sehr wichtig für uns, dass die Menschen auf die Facebook-Seite von Dresden für alle schauen, welcher Bedarf gerade da ist, damit wir hier nicht in Spenden ertrinken und nicht mehr handlungsfähig sind. Die Dresdner Polizei war am vergangenen Wochenende vielerorts gleichzeitig gefragt.
Ja, das Wochenende ging ja weiter am Sonntag bereits mit dieser Sachbeschädigung an dem Lindenhof, einer Einrichtung, die ja auch für Asylbewerber vorgesehen war, wo also unbekannte Scheiben zerschlagen haben. Auch dort werden wir Ermittlungen führen. Wir haben ja im Umfeld eine Personengruppe von 27 Personen festgestellt, die Identitäten festgestellt. Jetzt geht es darum, natürlich den Nachweis zu führen, ob diese 27 Personen oder Personen daraus aus dieser Gruppierung tatsächlich für die Steinwürfe verantwortlich sind. Für die zukünftige Einsatzplanung ist die steigende Zahl an Übergriffen auf Asylbewerberunterkünfte in und um Dresden eine Herausforderung. Ja, langfristige Planungen sind uns ehrlich gesagt im Moment nicht möglich. Das hat nun gerade dieses Wochenende gezeigt. Es gibt eben nicht den einen Ort oder den einen Stadtteil, der davon betroffen ist, nicht das eine Objekt. Und auch die vergangenen Wochen haben ja schon gezeigt, Freital, Meißen und jetzt die Zeltstadt, dass wir unsere Kollegen quasi verschieben müssen. Also immer, wo ein neuer Schwerpunkt aufkommt, sind wir präsent. Heißt aber auch, dass wir woanders, wo sich die Lage beruhigt, dort wieder zurückschrauben werden. Und genauso werden wir die nächsten Wochen auch überstehen müssen. Mit dem neuen Wind im andauernden Asylstreit in Sachsen rechnet die Polizei für den angekündigten Montagsspaziergang in Dresden erstmals wieder mit steigender Teilnehmerzahl der Pegida-Demonstration. Wir gehen schon davon aus, dass es heute möglicherweise wieder mehr Zulauf geben wird aufgrund der Ereignisse. Und wir haben natürlich heute noch die andere Besonderheit, dass es heute eine zweite Versammlung gibt, die pro Asylbewerber ist. Die sind jetzt örtlich oder räumlich voneinander getrennt, der Verlauf. Also sie würden sich eigentlich nicht schneiden. Wir haben natürlich mehr Kräfte im Einsatz als die vergangenen Wochen. Sind aber eigentlich ganz guter Dinge, dass das Versammlungsgeschehen selber jetzt nicht das große Problem sein wird. Fazit der aktuellen Entwicklungen ist, dass steigende Asylbewerberzahlen und die Einrichtung von weiteren Notunterkünften in Sachsen nicht mehr nur zu Montagsdemonstrationen und hitzigen Debatten führen. Eine traurige Bilanz der vergangenen Tage. Zu den aktuellen Entwicklungen steht uns Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping Rede und Antwort. Das Interview sehen Sie dann morgen bei uns in der Drehscheibe. Zunächst einmal aktuelle Meldungen des Tages in wenigen Augenblicken. Fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Unter dem Motto Sachsens Festung in Brandenburg konnte man am Wochenende in die Geschichte Senftenbergs eintauchen. Mit Kanonendonner und Schaukämpfen wurde nämlich im Schloss die Zeit um 1815 nachgestellt. Kanone, Feuer! Sechs Kanonenschüsse kündigten den Start der Festungsspiele an. Allerdings, was Sie gerade hörten, ist nur ein Bruchteil der Lautstärke, die vor Ort tatsächlich war. Zum bereits zweiten Mal wurde zu diesem Spektakel ins Senftenberger Schloss eingeladen. Ja, es gibt ja in Deutschland ganz viele Mittelalterspektakel, so Land auf, Land ab. Und das war für uns so ein ganz kleines Vorbild. Und weil wir es ja nicht mit einer mittelalterlichen Anlage zu tun haben, sondern mit einer Festungsanlage aus dem 17. und 18. Jahrhundert, lag das natürlich nahe, eine Veranstaltung zu entwickeln, die genau diese Zeit auch abdeckt. Und wir sehen das ja auch an den vielen Gruppen, die teilnehmen, Infanteriegruppen, Artilleriegruppen aus dem 18. Jahrhundert, dass dort viele Menschen schon sich damit auch beschäftigen und das auch wirklich leben.
und wir damit eben doch gute Partner gefunden haben, so eine Veranstaltung durchzuführen und zu sagen, es ist eben mal kein Mittelalter, sondern wir zeigen eben genau das 17., 18. Jahrhundert in Sachsen und in Brandenburg. Der Vorläufer der heutigen Senftenberger Festung, eine Burg, ist im 13. Jahrhundert errichtet worden. 1446 kaufte das Ensemble der sächsische Kurfürst und etwa 100 Jahre später wurde es in ein Renaissance-Schloss umgebaut. Dort wollte man sich erholen und jagen gehen. Im 30-jährigen Krieg, der beginnt 1618, bekommt man ein bisschen kalte Füße. Da möchte man natürlich die Nordgrenze Sachsens sichern, vor allem eben auch gegen die eingreifenden schwedischen Truppen, gegen die Brandenburger, möchte Dresden sichern und lässt aus diesem Renaissance-Schloss eine Festungsanlage entstehen. Senftenberg als Kleinstadt wird in dieser Zeit zu einer Garnisonsstadt erklärt, eine Festungsstadt. Der Amtshauptmann, der dieses Schloss eigentlich innehatte, wird ein Festungskommandant werden. Und so hat man dann ab 1609 eine Festungsanlage hier, die im Dreißigjährigen Krieg eine wichtige Rolle spielt. Danach interessieren sich die sächsischen Kurfürsten wieder nicht. Der Friede ist wieder eingezogen, man kann sein Geld anders ausgeben. Festivitäten, tolle Bauwerke und so weiter, das kennen sie alles. Und die Strafe zahlen sie ein paar Jahrzehnte später, nämlich im 18. Jahrhundert, im Siebenjährigen Krieg, als der preußische König Friedrich II. In Sachsen einmarschiert, wenige Tage nach Beginn des Krieges, ungefähr 25 Mann Festungsbesatzung, 3000 preußische Soldaten vor der Tür. Da war letztendlich die Schlacht schon vorher geschlagen und es ist dann auch quasi das Ende der Festung. Das allerdings sahen die Truppen am Wochenende anders. Hitzige Gefechte im Schlosshof wurden sich geliefert. Mit Vorderladern und Bajonetten gingen die Mannen aus Sachsen und Preußen aufeinander los. Die Erfolge waren übrigens wechselhaft, doch die Bastion selbst am Ende nicht zu retten. Das richtig besiegelte Ende der Festung ist im Jahr 1815. Das ist eine Zeit, in der die sächsischen Kurfürsten mit Napoleon zusammen entsprechend kämpfen gegen andere europäische Mächte. Auf der falschen Seite stehen, Napoleon verliert und damit verlieren natürlich die Sachsen auch sehr viel Territorium. Und so wird das heute südliche Brandenburg, was ja jahrhundertelang sächsisch ist, ja, Städte wie Finsterwalde, Senftenberg, Elsterwerder, das sind alles ursächsische Städte, die werden dann über Nacht ab 1815 auf einmal preußisch und brandenburgisch. Und dann braucht man auch keine Festung mehr, sodass man aus diesem tollen Schloss eine Schule machen kann, ein Gericht, ein Gefängnis und ab 1907 sogar ein Museum. Für die Besucher des Spektakels waren aber nicht nur Schaukämpfe zu sehen, auch das Lagerleben seiner Zeit wurde vorgeführt. Und die Aktiven in den Traditionsvereinen standen natürlich Rede und Antwort zu ihrem ungewöhnlichen Hobby. Das Handwerk und Marktstände dürften natürlich auch nicht fehlen. Und so machte das Bummeln durch die Historie vielen Gästen einfach nur Spaß. Der deutsche Medien- und Kommunikationsexperte Wolfgang Donsbach ist tot. Der Professor der TU Dresden ist am Sonntag nach einem Rollhockeyspiel überraschend gestorben. Hier sehen Sie Aufnahmen von einem Interview im Frühjahr im Lokalfernsehen. Der 65-Jährige erlag offenbar einem Herzinfarkt. Noch auf dem Spielfeld war er zusammengebrochen und ins Krankenhaus gebracht worden, jedoch kam jede Hilfe zu spät. Der gebürtige Bad Kreuznacher war 1993 Gründungsprofessor des Instituts für Kommunikationswissenschaft an der TU Dresden. Unbekannte wollten in der Nacht zum Sonntag in eine Tankstelle in Hoyerswerda einbrechen. Gewaltsam versuchten die Diebe, Einlass in die Räume an der Spremberger Straße zu bekommen, scheiterten aber. Trotzdem hinterließen sie einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Kabeldiebe waren in der Nacht zum Sonntag in Hoyerswerda unterwegs. In einem Mehrfamilienhaus in der Teschenstraße fiel kurz nach 2:30 der Strom aus. Auf der Suche nach dem Fehler sah eine Anwohnerin zwei junge Männer vor dem Haus, die sofort flüchteten. Sie hatten von einer provisorischen Leitung versucht, das Kupferkabel zu stehlen. Dass die Anlage unter Strom stand, hat die Diebe offenbar nicht abgeschreckt.
Im Kamenzer Ortsteil Jesau ist eine Schrauberwerkstatt ausgeräumt worden. Gestohlen wurden ein Flachbildfernseher, zwei Autoradios, zwei Endstufen sowie diverse Werkzeuge und Maschinen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.600 Euro. Der Hoyerswerda Zoo vermeldet Nachwuchs bei den Hornvögeln. Bereits Mitte April hatte sich das Weibchen in die Bruthöhle zurückgezogen und war nicht mehr zu sehen. Das Männchen mauerte sie und die Eier aus Schutz vor Fressfeinden ein. Jetzt hat die Mutter die Lehmmauer geöffnet und nun ist auch das Küken zu sehen, informiert der Zoo. Es habe sich großartig entwickelt und ist schon so groß wie seine Eltern. Zu erkennen ist es am blassen Schnabel, der seine typische Färbung erst allmählich erhalten wird. Das Geschlecht des Kükens ist noch unbekannt. Es wird demnächst noch über einen DNA-Test ermittelt. Seit 2007 lebt das Hornvogelpaar in Hoyerswerda und hatte schon zweimal Nachwuchs. Am Wochenende ist im Landkreis Görlitz ein Wolf erschossen worden. Das Tier wurde in der Nähe der A4 gefunden, informiert das Landeskriminalamt. Es hat die Ermittlungen aufgenommen. In Sachsen sind in diesem Jahr bereits 5 Wölfe illegal getötet worden. Der sächsische Buchsommer ist in der Hoyerswerda Stadtbibliothek gut angelaufen. Fast 30 Schulklassen oder Kindergruppen haben sich in diesem Jahr für die Ferienleseaktion angemeldet, erklärt Heidelinde Störmer. Rund 380 Mädchen und Jungen haben bisher auch die Gelegenheit genutzt, sich mit Sommerlektüre zu versorgen. Eine Besonderheit des Buchsommers in Sachsen ist die Möglichkeit, dass auch nicht angemeldete Kinder auf eigene Verantwortung bis zu 2 Bücher gleichzeitig ausleihen dürfen. Hoch im Kurs stehen in diesem Jahr bei den kleineren lustige Geschichten mit vielen Illustrationen, Star Wars Bücher und die Erlebnisse vom kleinen Drachen Kokosnuss. Bei den jugendlichen Lesern sind nach wie vor Fantasy-Romane und Liebesgeschichten sehr beliebt. Mit einer ungewöhnlichen Aktion will der Salon Haarschneider in der Hoyerswerda Altstadt die Kulturfabrik unterstützen. Unter dem Motto Haare schneiden am laufenden Band soll dort Tag und Nacht gearbeitet werden, solange immer mindestens ein Kunde da ist. Die Erlöse gehen an die KUFA für die Ausstattung im neuen Domizil am Markt. Startschuss des Haarschneider-Marathons ist an diesem Samstag um 14 Uhr. Die Kings of Beach konnten in diesem Jahr den Silbersee Beach Cup für sich entscheiden. Die Blind Beachers und das geordnete Chaos folgten auf den Plätzen 2 und 3. Das Traditionsturnier wurde bereits zum 23. Mal durchgeführt. 54 Mannschaften nahmen daran teil. Die Handballerinnen des Sportclubs Hoyerswerda sind am Sonntag mit einem ersten Testspiel in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. In heimischer Halle wurde der SV Hermsdorf Weidmannslust aus der Oberliga Ostsee Spree empfangen. Die Partie endete mit 24:21 für den SC. In der Auswertung der vergangenen Saison wurde jetzt bekannt, dass Laura Rosemann, Aufbauspielerin des SC, in der vergangenen Saison die magische Grenze von 200 Toren geknackt hat. In der Mitteldeutschen Handballliga ist das nur noch 2 männlichen Spielern gelungen. Für das Lausitzer Seenland wird in diesem Jahr wieder mit einem Anstieg der Besucherzahlen gerechnet. Und ob die Zunahme des Tourismus in der Region auch von unseren Einheimischen bemerkt wird, das wollten wir in einer Umfrage wissen. Und die Antworten sehen Sie gleich. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Sorgen. Es ist, hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Der Tourismusverband Lausitzer Seenland geht davon aus, dass in diesem Jahr die Besucherzahlen steigen werden. Welche Meinung Sie dazu haben und vor allem welchen Eindruck Sie haben, das wollten wir in einer kleinen Umfrage wissen. Auf jeden Fall sehr, wenn man das kennt. Ich komme ja von Hoyerswerda hier aus der Ecke.
Geierswalde, Senftenberg, Tetschwitz, die ganzen Seen ist herrlich. Vom Feinsten. Vielen Boote, dann der Seehafen hier in Senftenberg, ganz toll. Kann man nur empfehlen. Die Lausitz allgemein, das wird sich mehr Richtung Geierswalde ziehen, denn der Knappensee, der ja eigentlich unser Anziehungspunkt war, der ist ja so gut wie tot, weil da das Wasser abgelassen wird und mit dem Camping ist es da dadurch halt auch sehr rückläufig, muss ich schon sagen. Ich wüsste bloß, vor Jahren war ich letztes Mal Geierswalder See, da war eigentlich schon viel tschechische Urlauber und so, aber wie das jetzt zur Zeit ist, weiß ich noch nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich werde ja mal rüberfahren, gucken, aber ich kann jetzt nichts Konkretes dazu sagen. Eigentlich ja, aber es könnte ein bisschen schneller gehen. Vor allen Dingen in unserer Region Loser am See, da ist es ein bisschen... Also könnte es schneller sein. Ja, auf alle Fälle. Es ist ja eine herrliche Gegend, attraktiv und auch es wird einiges geboten. Also ich hoffe es auf alle Fälle. Überzeugt bin ich zwar noch nicht, aber ich würde mir wünschen, dass es der Tourismus, also ein neues Umkreis, heuer war da sehr gut entwickelt. Wir haben ja viele Möglichkeiten jetzt hier durch die Seen und so. Und ich bin der guten Hoffnung, dass das wird. Ich denke ja, auf jeden Fall. Das machen schon die großen Seen, vielen Seen, die wir hier in unserer Nachbarschaft überall haben. Und da wird der Tourismus auf jeden Fall kommen. Ist sehr, sehr viel Betrieb. Wir hoffen, dass es besser wird und noch besser. Es kann nie besser werden. Damit habe ich mich noch nie so befasst, sagen wir es mal so. Aber man hofft, dass es mal vorangeht, denn wir wohnen am Knappensee, der ist ja auch gesperrt. Also das kann ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht bestätigen, dass es mit dem Tourismus vorangeht. Wir wollten ja so viel aufbauen und das ist alles nicht geworden. Und die Pleite jetzt noch mit dem Schiff von Senftenberg, da fehlen auch wieder so viele im Tourismus. Ja, ich dachte schon. Ja. Denn mit der Seenlandschaft und so weiter, das wird wahrscheinlich das bezahlbar machen für die Region. Ich denke ja. Ich habe viele Fremde hier in der Gegend schon gesehen. Auch an Seen kommen viele her. Scheint zu stimmen. Ja, ich denke schon. Ja, wenn man bestimmte Sachen sieht, Seenland und dann vor allen Dingen auch die Krabbertmühle in Schwarzkollen, da ist schon ein ganz schöner Besucherzusprung da. Ich bin superplex, aus folgendem Grund. Ich bin fast tagtäglich im Lausitzer Seenland als Radler, als Mountainbiker. Also wenn Sie was wissen wollen, dann müssten Sie eigentlich mich fragen. Bloß mal so vorab. Es geht voran, aber es muss mehr getan werden vor Ort. Die Urlauber, die Touristen, die Interessierten aus dem Bundesgebiet von sonst woher oder wo auch immer, Tschechen einschließlich, die sagen immer, wir haben viel zu wenig Kontaktmöglichkeiten vor Ort. Von Bärwalde bis Altdöbern, Grebendorf. Ansonsten geht's bergauf. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Eine Premiere wurde am 27. Juli 2002 in Hoyerswerda gefeiert. Erstmals hatte der Kunstverein zu einem Stadtspaziergang auf den Spuren der Schriftstellerin Brigitte Reimann eingeladen. Rund 80 Teilnehmer waren damals dabei. Mittlerweile ist der Rundgang kein Geheimtipp mehr. Besucher aus ganz Deutschland und teilweise dem Ausland, aber vor allem Studentengruppen, die sich mit Städtebau befassen, sind regelmäßig hier zu Gast. Unter anderem geht es dabei auch um die kritischen Bemerkungen aus dem Roman Franziska Linkerhand. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Das Mehrgenerationshaus Südtreff in Hoyerswerda in der Schweizer Straße lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Dienstag von 9 bis 12 Uhr junge Muttis zum Frühstückstreff ein. Der Computerzirkel öffnet ebenfalls ab 9 Uhr im Plauderstübchen der Cafeteria der AWO in der Münzerstraße die Pforten. Ab 15 Uhr steht dort Handarbeit auf dem Programm. In der ASB-Begegnungsstätte Lausitzer Seenland in der Kommeranstraße in Senftenberg kann am Vormittag im Mahlzirkel mitgearbeitet werden. Um 13 Uhr beginnt die Kaffee- und Spielezeit.
Dufte Kräuter für coole Kids ist das Motto am Dienstag auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda. Kinder entdecken ab 10 Uhr Kräuter auf der Wiese und im Garten und lernen sie mit allen Sinnen kennen. Es können leckere Sommersnacks mit Kräutern zubereitet und verkostet werden. Ab 13 Uhr ist dort offener Freizeittreff. Gearbeitet wird im Reitkurs. Es kann im Pool gebadet, in der Kreativstube gebastelt oder einfach nur gespielt werden. Bis 18 Uhr hat die Farm geöffnet. Im Stelldichein in Lauta in der Einsteinstraße 45 beginnt um 14 Uhr ein Spielenachmittag. Geplaudert über dies und das wird am Dienstag beim Kulturbund in Hoyerswerda in der Langenstraße in der Altstadt. Beginn ist ebenfalls um 14 Uhr. Die Sommerferienwerkstatt öffnet am Mittwoch im Sakralmuseum St. Annen in Kamenz-die-Forten. Kinder ab 8 Jahren erleben die Welt des Mittelalters und verbringen abwechslungsreiche Stunden im Museum. Sie basteln, machen ein spannendes Rätsel und essen gemeinsam Mittag. Anmeldungen sind möglich unter 03578 379 111 oder kontakt@lessingmuseum.de. Bei hoher Nachfrage besteht die Möglichkeit, dass die Werkstatt am Donnerstag, den 30. Juli, wiederholt wird. In dieser Woche werden keine Hitzerekorde erwartet, es bleibt recht kühl. In der Nacht ziehen letzte Regenschauer durch, gegen morgen Auflockerungen. Die Temperaturen sinken auf 13 Grad. Am Dienstag gibt es neben Sonne oft kompakte Wolken und einige Schauer sind im Laufe des Tages immer wieder möglich. Das Thermometer steigt auf maximal 21 Grad. Wechselhaft wird der Mittwoch angekündigt, zeitweise kann ein böiger Wind wehen. Am Donnerstag meist heiter und trocken, aber immer noch recht kühl bei 21 Grad. Das war die Drehscheibe für Montag. Wie angekündigt haben wir morgen Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping im Interview. Das Team ihrer Drehscheibe wünscht Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen.